Hallo, es gibt ein Video zwischendurch, weil ich habe ein paar Tage Urlaub und mir geht vieles durch den Kopf und ich glaube, das geht anderen Menschen genauso. Ich habe gestern meine lieben Bekannten vom Widerstand getroffen und so, wie sagt man, mal so ein Zeh ins Wasser gehalten, um zu gucken, wie die emotionale Temperatur ist, ne? Und ich merke, die Menschen sind aufgeregt. Die sind immer wieder bemüht, sich die Dinge zu erklären, die wir alle im Moment erleben. Aber die Grundstimmung ist schon, sage ich mal, ein paar Grad wärmer als normal, weil es einfach total viel ist, was man einsortieren muss, was man akzeptieren muss, was man sich irgendwie so erklären muss, ja, wie soll ich sagen, nach dem Motto, die Welt steht Kopf, aber wir werden das trotzdem meistern. Und das ist ein permanentes mentales Arbeiten mit den Dingen, die draußen passieren. Und ich persönlich merke, ich habe total den Wunsch, mich zu informieren, aber wenn ich eine Stunde lang alternative Medien geguckt habe, dann brauche ich wieder Alltag und irgendwie putzen, einkaufen und was hier vor Ort, was, wo ich das Gefühl habe, ich habe Kontrolle. Hört sich jetzt komisch an. Wenn man arbeitet, ist man abgelenkt, aber wenn man, je mehr Zeit man hat, über diese Dinge nachzudenken, ne, da muss man echt aufpassen, dass man immer wieder einen Ausgleich findet. Und ich für mich, mein Ausgleich ist die Innenschau. Das ist jetzt nichts Großartiges mit Yogakissen und Mantramusik, sondern ich besinne mich immer wieder darauf, dass ich, ja, ich sag mal, so ein, ich weiß nicht, wie ich das jetzt Leuten erklären soll, die nicht so spirituell sind. Aber ich glaube, dass wir alle irgendwie eine Seele haben und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und das sagen die Religionen, das sagen spirituelle Lehrer und so weiter. Da ist ja nichts Neues dran. Aber mir persönlich hilft das, mir immer wieder klarzumachen, dass wir alle unschuldig sind und hier auf dieser Welt sind, um bestimmte Erfahrungen zu machen und dass wir alle, ob wir das jetzt hören wollen oder nicht, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das, was ich beim anderen ablehne, lehne ich bei mir selber ab und diese Geschichten. Also es gibt Leute, die halten da nichts von und die haben jetzt wahrscheinlich auch schon abgeschaltet und sagen, oh, jetzt fängt die auch an mit diesem spirituellen Kram. Aber für mich ist das eine wirkliche Quelle, um wieder zur Ruhe zu kommen. Ich gucke mir dann so Videos dazu an und wo ich das Gefühl habe, die Leute leben das auch. Die reden das nicht nur, sondern die leben das auch. Weil was ich im Moment auch beobachte, ist so dieses Sicherheitsdenken, was viele Leute haben. Und das heißt, so eigentlich will ich ein sozialer Mensch sein und auch Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Aber wenn es eng wird, dann gucke ich am liebsten nur noch auf mich. Jetzt könnte man sagen, ja, ist mir egal. Jeder soll so machen, wie er meint. So sehe ich das auch. Aber was ich beobachte, ist, den Leuten geht es nicht gut damit. Die sind aufgeklärt, die wissen, was läuft, die lesen alternative Medien und gucken die ganzen Videos und so, aber die sind erfasst von der Angst und das finde ich schade, weil das ist eben nicht verbunden sein, ne? Wenn ich in der Angst bin um, ich sag mal, mein Hab und Gut und was passiert, wenn der Fall X eintritt und wenn das und das wirklich Realität wird und
Ich meine, das Internet ist voll von Schauermärchen und ich ertrag das auch nicht den ganzen Tag. Ich gucke mir das eine Stunde an und dann mache ich aus. Und wenn ich merke, irgendwas macht mich unruhig oder macht mir Angst, dann denke ich mir, also die Angst ist ein schlechter Berater. Also was bringt mir das, ne? Ich kann Materielles anhäufen und habe trotzdem Angst. Also das Einzige, was uns Menschen hilft, ist, wenn wir im Dialog bleiben, wenn wir über die Dinge irgendwie mit Leuten reden, die uns halbwegs verstehen. Da kann man dann schon mal ein bisschen andere Meinung haben. Ist dann halt so. Aber dass man sagt, ja, das eine oder andere hat mich beunruhigt und dann kann der andere sagen, ja, verstehe ich, aber guck mal, irgendwie das und das ist auch keine Lösung. Also man kann dann über die Dinge diskutieren. Ich will das jetzt gar nicht alles im Detail ausbreiten, aber dieses Sprechen, ne, ist das Urmenschliche, was hilft. Dass ein anderer vielleicht seine Sorgen woanders sitzen hat und in diesem Bereich, wo ich die Sorgen habe, kann er mir vielleicht was Hilfreiches geben. Und so Gespräche hatte ich gestern und mir ist dann nochmal bewusst geworden, wir können uns gegenseitig helfen durch Gespräche. Und das Schlechteste, was man machen kann, ist sich selber die Tür von innen abschließen. Und sagen, ich gucke jetzt nur noch für mich und die da draußen sollen gucken, wie sie klarkommen. Und ich schaffe Sicherheit durch materielle Werte, aber nur für mich, weil das reicht nur für mich. Und das ist so, ich sag mal, dann sind wir auch nicht besser als dieses System, was da gerade am Werke ist. Also man sagt ja immer, wenn du es eilig hast, geh langsam und im Prinzip kann man das auf alles übertragen, ne? Wenn du vor bestimmten Dingen Angst hast, dann geh einfach näher drauf zu und guck es dir an. Wenn dir was bedrohlich erscheint, dann beschäftige dich damit. Oder wenn was, also dass man praktisch nicht ich gehe weg von den Dingen, die mich stören, sondern ich gehe auf die Dinge zu und ich finde bessere Lösungen. Ne? Ich glaube nicht, dass die Dinge sich verselbstständigen und mich dann irgendwann überrollen. Das ist nur meine Angstfantasie. Ich glaube, dass wir auf die Dinge zugehen sollen. Ne? Alles, was mir ganz schräg und schlimm und bedrohlich und die wollen mir was und jemand will mir was wegnehmen und dann habe ich nicht mehr die Freiheit und nicht mehr diese Gesundheit und nicht mehr das politische Recht. Ich gehe da drauf zu und dann sage ich, was ist denn hier los? Wie kann ich das denn jetzt mal nach meinem Geschmack gestalten? Also von einer Reaktion in die Aktion kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass man aus diesem, ich bin schon unfähig, mich zu bewegen, weil ich so eine Angst habe, dass man aus dieser Starre rauskommt und sich zutraut, mitzureden, mitzumachen und auch eine Wichtigkeit zu haben, eine Stimme zu haben. Und das ist so, ne, wenn Menschen Angstkrankheiten haben, Angststörungen. Die wollen ja auch am liebsten nur noch vermeiden. Zu Hause bleiben, keine Sozialkontakte mehr, sich nicht messen lassen, nicht bewertet werden, nicht an dem Dingen teilnehmen und so Bettdecke über den Kopf. Und das Gegenteil ist gut. Rausgehen in diese verrückte Welt und sagen, was ist denn hier los im Kindergarten? Wieso gibt es denn keine Kindergartenplätze? Was ist denn hier los im Supermarkt, dass da 20 Leute an einer Kasse warten müssen? Einfach mal fragen, können Sie eine zweite Kasse aufmachen?
Und wenn die mich alle zum Digitalisieren zwingen wollen, kann ich auch mal fragen, was hat das denn für einen Vorteil, wenn ich jetzt diese Karte nehme und nicht mehr bar bezahle? Also einfach mal doofe Fragen stellen und sich einmischen, aber auf die freundliche Art. Ich habe so viel jeden Tag, wo ich denke, Mensch, da muss man seinen, ich sag jetzt mal, seinen Senf dazugeben, da muss man sich einmischen. Das ist Selbstwirksamkeit, das ist, ich kann sehr wohl was machen und die anderen sind gar nicht so ablehnend. Die haben vielleicht nur noch nicht drüber nachgedacht und sind in irgend so einem Routinemodus. Ja, dann hole ich die halt mal da raus, dann störe ich die halt mal. Also, das sind so viele Dinge, die wir tun können, um nicht Angst und Panik zu schieben und uns hilflos ausgeliefert zu fühlen und um diese Welt umzukrempeln. Jetzt ist die Gelegenheit. Bis bald.